Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3, Drake's Deception. Wir sind hier in Kapitel 21, das Atlantis der Wüste. Und in genau das steigen wir jetzt mal hinab. Und da unten an der Kreuzung gehen wir erstmal nach links. Da ist nämlich der erste Schatz dieses Kapitels versteckt. Another dead end. Na, runterkommen sie alles, Sully. Ja, wie gesagt, hier ist der erste Schatz des Kapitels. Der liegt hier ganz am Ende auf der letzten Treppenstufe. Und ein zweiter Schatz ist hier auch schon versteckt. Der ist hier in diesem kleinen Pavillon oder was auch immer das sein soll. Liegt hier einfach in der Mitte. Groovy. Und ab dafür. Und rein da. Incredible. This is how the city could thrive all the way out here. The whole place must be fed by an underground spring. It's clean. It's amazing. It's still running after all these years. That's a hell of a thing. What? No. No. Please. Sully. Okay, ihr Ratten, das bekommt ihr zurück. Oh. Jesus, what the hell is that? So, leckt mich an gewissen Körperteilen. Das ist der beschissenste Abschnitt, der jetzt kommt im ganzen Spiel. Oh, der lebt ja immer noch. Come on. Nein, komm, lauf. Ich kann euch hier nur einen Rat geben, lauft. Lasst euch keine Zeit, bleibt nicht irgendwo an einer Stelle stehen. Lauft einfach. Und die RPG und die Hammer hier sind eure besten Freunde. Normalerweise sind die mit zwei Schüssen aus den beiden Waffen hinüber. Hell yeah. Ich habe ja schon bei Kapitel 14 gesagt, wie sehr ich diesen Kampf hasse, aber Kapitel 21 übertrifft alles. No, nicht runterfallen, oh Gott. Komm her. Ja, und wie ihr schon seht, das wird hier ziemlich mystisch, mal wieder. Wäre ja auch was Neues, wenn das bei Uncharted nicht der Fall wäre. Das sind jetzt sogenannte Feuergeister und Feuerdämonen und hast du nicht gesehen, die hier auf uns einprügeln. Und wie man sieht, die brauchen hier die... Wow, scheiße! Oh, weg. Die brauchen hier die richtig harte Behandlung. Sonst fallen sie nicht um.
No, 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 no. Ja, und einer hat davon, glaube ich, eine RPG. Nein, ich wollte... Scheiße, ich wollte die Tau... Ich wollte eigentlich die Granate mitnehmen. Ihr kleinen Mistsäcke. So, scheiße. Wo habe ich jetzt... Wo habe ich jetzt die Tau liegen lassen? Damn it! Ja, man hat es gerade gesehen. Da liegt auch noch ein Schatz, aber den hole ich mir erst... Wenn ich hier durch bin. Wenn die alle weg sind. Ach, so geht's notfalls auch. Ist aber gefährlich. Ja, genau deswegen. Ah, mein geliebtes Taugewehr. Damit kriegt man die auch ganz gut nieder. Komm her, du kleine Mistbratze. Ich weiß, dass du da hinten bist. Ach, du Scheiße. Ist da noch einer? Nee, die Musik hat aufgehört. Oh, holla die Waldfee. So. Gut, dann sammle ich... Sag mal. Dann sammle ich erstmal hier alles ein, was ich brauche. Und ja, man hat gesehen, die haben verschiedene Phasen. In der ersten Phase kriegen sie einen roten Kopf und können sich rumbeamen. In der zweiten Phase können sie auch noch Feuerbälle auf uns werfen. Also man sollte die so schnell wie möglich ins Jenseits schicken und ja, wie gesagt, laufen, 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 nicht erwischen lassen. Ja, mehr kann ich hierzu eigentlich nicht sagen. So, jetzt erstmal gucken, was nehme ich denn mit? Es geht nämlich munter so weiter. Dieses Kapitel ist der Oberhammer. Da wimmelt es nur so von diesen Gegnern. Gut, aber ich glaube, soweit haben wir alles. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal diesen Schatz hier einsammeln. Und dann können wir uns, glaube ich, vom Acker machen. Der hat mir gerade noch gefehlt. Okay, hinterher. Talbot, diese miese Mistratte. Okay, jetzt wird's echt crazy. Ja, Drake ist ganz schön am Halluzinieren. Sind wir hier wieder zurück in Cartagena? Cartagena, wie auch immer es ausgesprochen wird. Oh no. Oh no. Natürlich, darauf habe ich ja schon gewartet. Die lieben Mistviecher. Aber Marlow und Talbot sollen mir mal in die Finger kommen, ey. Dann gibt es aber hier eins auf die Nüsse. Ach, wenn das mal so einfach wäre, dass man sich einfach so wieder in sein jugendliches Selbst zurückverwandelt. What? No. 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 Stay away, please. Oh God. Oh no, what is this? Holla, die Waldfee. Jetzt geht's aber richtig ab. Aber bevor wir hier raus stolpern, stolpern wir hier erstmal nach hinten, weil da hinten gibt es auch noch einen wunderhübschen Schatz. So benebelt wir auch sind, den nehmen wir mit. Ja, komm schon, Drake, krieg dich wieder ein hier. He's moving. I gotta get out. Gotta get out of here. No, no, no. No. Can't do this. What is this? What's happening?
Oh, in diesem beschwipsten Zustand hier rumzulaufen macht echt keinen Spaß. Und ja, schnappt euch auf jeden Fall hier im Gang jetzt die Hämmer. Und dann haben wir hier vorne noch ein bisschen Munition für die Tau. Sodass wir jetzt eigentlich ganz gut gerüstet sein dürften. Hoffe ich mal. Na super, jetzt wird's spaßig. Ah, shit. Komm her. Oh, jetzt sind sie böse, jetzt sind sie böse. Scheiße, jetzt sind sie schon in der Phase, wo sie sich beamen können. Das ist sehr ungeheuer. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Und hier, wo seid ihr? Ah, du Nasenbär. Hab ich sie alle? Ich glaube ja, die Musik hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Wow! Okay. Das war gar nicht mal so schlecht. Holla, die Waldfee. Ich glaube, ich lasse es mal so. Jetzt geht's hier weiter. Ist hier lange noch nicht am Ende. Ich sag ja, es geht munter so weiter. Hallo, Freunde. Gotcha. So, jetzt bist du noch dran. Komm her. Ach, du Feuerball. Mistkerl. Blöder Sack, du Doofer. Okay, okay, okay. Dann als nächstes RPG. Ganz wichtig. Oh, dankeschön. Okay, jetzt noch einmal tief durchatmen. Oh Gott, ich habe keine Lust. Ich hasse dieses Kapitel. So, komm her, du kleine Ratte. Wo bist du? Komm, 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 komm. Yes! Und hier auch wieder. Laufen, 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 laufen. Sonst hilft nichts. Laufen und in Deckung bleiben. Wobei in Deckung bleiben hier sehr viel schwieriger ist, als es sich anhört. Weil wie gesagt, die beamen sich hier rum wie die Bescheuerten. Gut, du bist weg. So, wie viel haben wir denn jetzt noch? Eins, zwei, drei. Komm her. Ha! Nein! Oh, ich hasse euch beamende Mistkerle. Also zwei auf jeden Fall noch. Hey, das ist nicht wahr. Come on! Yes! So. Jetzt müsste noch einer hier sein. Ich habe noch zwei Granaten. Kriegst du hier gemütlich in die Fresse, mein Freund. Der lebt ja immer noch. Das glaubt mir keiner, wenn ich es erzähle. Ich glaube, wir haben sie alle. Ach, du ahnst es nicht. Wie geil ist das denn? Halleluja. Ach, du Scheiße. So. Da nehme ich dich auf jeden Fall mit. Oh Gott. Wie gesagt, dieser Abschnitt ist einfach nur von Anfang bis Ende. Also das Ende geht noch, aber bis hierhin die absolute Hölle. So, ich glaube, damit sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet. Sully? Sully! Sully! Hey, Sully! No, no, he, Sully! I, no, no, no. Na super, wieder eine Illusion, aber hier gibt es ein lustiges Hebelchen, das wir auch bedienen können. Nice. Und jetzt sollten wir hier auf unser Spiegelbild achten, das hier einmal rüber zu diesem komischen Rad gegangen ist. Da folgen wir mal ganz unauffällig.
Und dann folgen wir ihm wieder, aber ich weiß ja schon, wo er hinrennt. Nämlich hier an das andere Rad, hier genau gegenüber. Wir müssen nur warten, bis er hier auch ankommt. Weil wir nämlich gleichzeitig drehen müssen. Oh, es leuchtet so schön. Ich möchte es anfassen. Und ich glaube, unser Geisteszustand hat sich wieder verbessert, weil jetzt sehen wir doch wieder alles sehr viel realer. Aber die Umgebung ist ähnlich. Und bevor wir hier ganz rausgehen, ist hier auf der linken Seite der letzte Schatz in diesem Kapitel. Ja, Zeit zu spielen. Wir sind nämlich im nächsten Kapitel, die Tagträumer. Und das gehen wir dann wie immer im nächsten Video an. Ich sag tschüss, bis denne dann. Bye, bye.